Ich denke, wir haben da sehr viele Gemeinsamkeiten, dass wir erneuerbare Energien oder klimafreundliche Energie hergestellt worden, auch gemeinsam mit China arbeiten können. Und ich denke, wir haben beide ähnliche Voraussetzungen. Wir sind sehr stark auch in der Wasserstoffforschung. China ist auch sehr stark in der Wasserstoffforschung. Und ich denke, da gibt es sehr viele Möglichkeiten zwischen Deutschland, Europa und natürlich auch China zusammenarbeiten. Europa se toma muy en serio la transición verde y desarrollar nuevas tecnologías y conocimiento en este ámbito y China está apostando y está invirtiendo fuerte en este sector. Vemos nuevos proyectos de cooperación relacionados con este tema y la movilidad, la fusión nuclear y otras maneras que nos pueden llevar a tener una energía verde e ilimitada.